Ja, herzlich willkommen zum heutigen Fronius-Webinar. Heute geht es um das Thema SolarWeb und wie wichtig es ist, den Wechselrichter im SolarWeb online zu bringen. Sie können natürlich wie gewohnt die Fragen immer in unserem Chat stellen und mein Kollege wird sie dann auch direkt beantworten. Wir werden auch nach dem Webinar noch ein paar Minuten online bleiben und die restlichen Fragen beantworten. Nach der Inbetriebnahme eines Wechselrichters stellt man sich oft die Frage, ist es wirklich notwendig, den Wechselrichter online zu bringen? Die Antwort lautet definitiv ja. Die Integration des Fronius-Wechselrichters in unser Monitoring-Portal SolarWeb bringt nicht nur viele große Vorteile mit sich, die Sie im Vertrieb unterstützen können, sondern hilft uns hier auch bei Fronius im Servicefall die bestmögliche Unterstützung anzubieten. Kurz zu unserem Team. Wer präsentiert heute für Sie? Bin einerseits ich, Leonhard Pebeck aus dem Team Produktmarketing. Und zu meiner Rechten mein Kollege Michael Raunig aus dem Team Trainings und Education hier. Auf den nächsten Folien möchte ich Ihnen im Detail erklären, warum jeder Wechselrichter im SolarWeb online sein sollte. Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, wie unser SolarWeb zu Ihrem finanziellen Erfolg beitragen kann. Mit dem Fronius SolarWeb bieten wir zahlreiche Upselling-Möglichkeiten. Das erste Beispiel sind unsere Ertragsanalysen. Damit können Sie die Energiebilanzen Ihrer Kunden analysieren und das Potenzial der PV-Anlage aufzeigen. Im nächsten Schritt können Sie eine Energieberatung anbieten und im besten Fall einen Ohmpiloten oder einen Batteriespeicher verkaufen, wenn der Kunde einen geringen Eigenverbrauch hat zum Beispiel oder er möchte unabhängiger werden. Mit der neuen Ohmpilot-Simulation können Sie dem Kunden zeigen, wie sich die Leistung seines PV-Systems verbessern würde, wenn einen Ohmpilot installiert. Verschiedene Parameter wie Haushaltsgröße, Primärheizquelle oder Größe des Warmwasserboilers können eingestellt werden. So erfährt der Kunde unter anderem genau, wie sich sein Eigenverbrauch verbessert, wie sich die Lebensdauer der Primärheizung verlängert und wie viel Geld er sich spart. Dies führt zu einem einfachen Upselling eines Ohmpilots. Die zweite Simulation, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist die Batteriespeichersimulation. Damit können Sie auf Basis der Anlagengröße und Eigenverbrauchsdaten einen Batteriespeicher simulieren. Folglich können Sie Ihrem Kunden aufzeigen, wie sich seine Autarkie und die Eigenverbrauchsquote mit einem Batteriespeicher steigern würden. Außerdem können Sie auch definieren, wie viel Kapazität für den Notstromfall in der Batterie bleiben soll. Somit können Sie Ihren Kunden auch perfekt für den Notstromfall vorbereiten. Wie schon gesagt, können Sie mit der Batteriespeichersimulation die Potenziale der Anlage aufzeigen. Aktuell können die BYD Battery Box HV, die BYD Battery Box Premium, HVS und HVM sowie die LG Chem Reso H simuliert werden. Dies führt natürlich, wie gesagt, wieder zu einem sehr einfachen und schnellen Upselling eines Batteriespeichers. Ein weiterer großer Vorteil des Fronius SolarWeb ist, dass die Anlage von überall aus überwachen können. Mit der Analysefunktion wird ein einfaches Troubleshooting von zu Hause aus oder vom Büro aus ermöglicht. Diese Funktion kann über die gesamte Laufzeit der Anlage genutzt werden. Folglich können Sie auch immer in die Vergangenheit zurückschauen und Vergleiche anstellen zum Beispiel. Alle Channels werden in 5 Minuten Intervallen aufgenommen, somit haben Sie immer die aktuellsten Daten der PV-Anlage. Mit der Analysefunktion können Sie beispielsweise DC- und AC-Spannungsanalysen durchführen. Somit sehen Sie eigentlich sofort immer, woran ein potenzieller Fehler liegen könnte. Mit dem Fronius SolarWeb sind Sie immer up to date. Sie können alle Fronius-Komponenten direkt im SolarWeb updaten und verfügen somit immer über die aktuellsten Features und Funktionen. Die Updates können natürlich wieder bequem von zu Hause aus oder vom Büro aus gestartet werden. Somit müssen Sie nicht vor Ort beim Wechselrichter sein. Ganz wichtig ist auch, dass regelmäßige Updates auch die Garantieleistungen der Gen24 Plus Wechselrichter erhalten. Diese sind natürlich über das SolarWeb am einfachsten zu aktivieren und einzuspielen. Neben den Updates bekommen Sie auch laufend Servicemeldungen im Fronius SolarWeb. Diese werden automatisch gesendet. Sie können auch eine Benachrichtigung via SMS einstellen oder via E-Mail. Somit haben Sie immer die aktuellsten Informationen über das PV-System und können sofort reagieren, sollte es zum Servicefall kommen.
Mit dem Service-Code, wie hier zum Beispiel der 926 Service-Code, können Sie dann im Service-Tool von Fronius, das sogenannte Fronius SOS, ein detailliertes Troubleshooting durchführen. Zu guter Letzt will ich noch auf die Zeit- und Kostenersparnis mit dem Fronius SolarWeb eingehen. Jedes System, das im Fronius SolarWeb online ist, kann von unserem technischen Support besser betreut werden. Dies ermöglicht ein schnelles und einfaches Troubleshooting ohne unnötig lange Telefonate mit dem technischen Support. Und ein schnelles Troubleshooting führt natürlich auch zu einem zufriedenen Kunden und das ist, was wir alle wollen. Ja, dann würde ich auch jetzt gleich an meinem Kollegen Michael Raunig übergeben. Er erklärt Ihnen, wie Sie die PV-Anlage jetzt in SolarWeb online bringen. Ja, vielen Dank, Leo. Und wir werden uns jetzt den nächsten Schritt anschauen, wie wir uns diese Anlage in SolarWeb hinzufügen können. Es stehen dafür zwei Schritte zur Verfügung. Einerseits die Möglichkeit Nummer 1 mit der SolarStart App. Das heißt, das ist unsere neue App für die Inbetriebnahme der Wechselrichter. Hier haben Sie die Möglichkeit, die SolarStart App einfach aus Ihrem App Store herunterzuladen, sowohl für iOS-Geräte als auch für Android-Geräte. Nach dem Runterladen der App haben Sie die Möglichkeit, hier mit der SolarStart App die Anlage in Ihren Fronius SolarWeb Account einzubinden. Das heißt, Sie können sich entweder direkt über die App bei Fronius SolarWeb registrieren. Hierfür bitte einfach den unteren Button verwenden, Account erstellen. Oder Sie können sich natürlich mit einem schon bestehenden Fronius SolarWeb Account einfach anmelden. Die zweite Möglichkeit besteht natürlich wie gewohnt über den Webbrowser. Das heißt, hier verbinden Sie sich einfach mit Ihrem normalen PC oder Laptop mit Fronius SolarWeb und können dann hier die Anlage ganz normal in SolarWeb online bringen. Was gibt es dann für Möglichkeiten? In der App habe ich dann die Möglichkeit, eine neue PV-Anlage mit dem jeweiligen Wechselrichter zu meinem System hinzuzufügen. Das heißt, hier erstelle ich dann mittels der App ein neues System in meinem SolarWeb-Account, habe dann die Möglichkeit, hier gleich in der App den Weg fortzuschreiten. Das heißt, hier wähle ich dann einfach nach der Inbetriebnahme des Wechselrichters die entsprechende SolarWeb-Anlage aus, kann dann diese neue PV-Anlage mit Wechselrichter erstellen und habe dann ein neues PV-System erzeugt. Dasselbe auch in der Webversion, das heißt direkt am Laptop oder PC habe ich die Möglichkeit, unter der Anlagenübersicht einfach auf das Plus zu klicken. Hier habe ich die Möglichkeit, eine neue PV-Anlage hinzuzufügen und hier die neue Anlage zu definieren. Als nächstes habe ich dann die Möglichkeit, natürlich noch die Parameter dieser Anlage einzustellen. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, einerseits den Namen der PV-Anlage zu vergeben. Das heißt, je nachdem, wie Sie diese Anlage benennen wollen, haben Sie hier frei die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben. Und dann natürlich nach dem Anlagennamen dann auch noch die Datalogger-ID des Snap-Inverters bzw. die Seriennummer und den V-Code vom Gen24 Plus-Gerät zu hinterlegen. Das ist ganz wichtig, damit die SolarWeb-Anlage den entsprechenden ID vom Wechselrichter erhält. Das heißt, hier fügen wir dann sozusagen den Wechselrichter zu dieser Anlage hinzu, damit hier Anlage und Wechselrichter entsprechend miteinander verknüpft sind. Das geht wieder mit der Möglichkeit Nummer 1 über die SolarStart-App. Hier führt die App Sie sehr gut an der Hand und erklärt Ihnen einfach die Schritte. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch in dem Webbrowser die Möglichkeit, mit der Möglichkeit Nummer 2 über die Desktop-Version einfach einen Namen für diese PV-Anlage zu vergeben. In unserem Fall jetzt hier am Bild dargestellt mit einer Testanlage. Und unterhalb können Sie dann unter Geräte die entsprechende Datalogger-ID einfügen, die Seriennummer bzw. den V-Code für die Gen24 Plus-Geräte. Nach dem Klick auf Hinzufügen ist dann das Gerät bei dieser Anlage hinzugefügt und die Inbetriebnahme von diesem neuen System ist damit abgeschlossen. Sie bekommen dann noch natürlich die Rückmeldung von der Anlage, dass jetzt diese PV-Anlage erfolgreich in SolarWeb hinzugefügt ist. Und der letzte Punkt ist dann einfach nur mehr abschließen. Hier der Möglichkeit Nummer 1 wieder mit der SolarStart App, beziehungsweise auf der Desktop-Version gibt er Ihnen dann auch eine Rückmeldung, die Anlage wurde erfolgreich hinzugefügt. Sie sehen schon, es sind ein paar sehr einfache Schritte, die hier dazu führen, die Anlage in SolarWeb hinzuzufügen. Und im Endeffekt haben Sie dann die Anlage im SolarWeb hinzugefügt und können sie dann unter Ihrer Anlagenübersicht dann auch entsprechend anklicken und natürlich visualisieren. Als letztes möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, natürlich zu unseren Trainings nach Wels zu kommen. Wir bieten hier verschiedene Trainings an, wo Sie sich natürlich genauer mit der Online-Bringung der Anlagen beschäftigen können, aber auch mit Installation und Inbetriebnahmethemen. Da lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, einfach auf unserer Fronius Homepage einmal vorbeizuschauen und sich dort die aktuellen Events anzuschauen. Ich möchte mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute bedanken. Wir werden jetzt noch online bleiben für Ihre Fragen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie uns diese in der Chat-Funktion und wir werden Ihnen eine Antwort darauf liefern.
Vielen Dank für die Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke, auf Wiederhören.